Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Ah, Zuckerrosat, cool. Ja, wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen angefangen zu erforschen. Das werden wir auch heute weitermachen. Wir schicken unser Schiff gleich in die nächste Schlacht. Aber was ich auch gesehen habe, weil ihr habt mir gesagt, es gibt neue Forschung, oder es gibt Forschung, die ich noch machen kann. Und dann ist mir das hier aufgefallen. Aufzüge für Förderstrecken. Ermöglicht das Anheben und Absenken von Förderstrecken auf einer kleinen Grundfläche. Das ist genial. Für Schutt und flacher Aufzug. Also das, was wir eh brauchen. Die Forschung starten wir auf jeden Fall gleich. Genauso gibt es jetzt diese neuen Böden, die wir erforschen können. Dann habe ich gesehen, haben wir offen die Wasserstoffzelle für die Fahrzeuge. Wasserstofffrachtschiff und Wasserstofftankstelle. Wir haben jetzt den Raps offen noch. Und den Zuckerrohr. Das Obst fehlt uns noch. Weil wir es noch nicht gefunden haben, wie es ausschaut. Aber ansonsten, genau, hier oben können wir noch dann zum zusätzlichen Kraftstofftank gehen. Und hier zur Panzerung 2, glaube ich. Obwohl, da brauchen wir dafür was. Oder, das habe ich gleich schon erforscht, ne? Das scheine ich schon erforscht zu haben. So, wir sind jetzt wohl wieder im Kampf. Aber unser Schiff schafft es ja ganz easy sogar. Wir haben die Fruchtsaat gefunden. Lol. Okay. Was ist das hier wieder für eine Insel? Geh weg. Ich weiß, dass wir viel haben, aber... Schiffe... Uranbergwerk. Also das ist Uran. Okay. 470, 470, 470, 610. 10. Wir werden uns gleich die 470er mal vornehmen. Und jetzt noch schnell den Obstteil hier uns freischalten. Das ist natürlich so, die Förderstrecke, darauf bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Ich glaube, wir kriegen auch immer mehr Mitarbeiter. Kann es sein, dass ich irgendwas vergessen habe auszuschalten? Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe mir meinen Finger verletzt. Und das ist blöd, um mit Mausrad die Kamera zu drehen. Shit, ich habe ihn noch gar nicht deaktiviert. Dann wundere ich mich nicht, dass wir neue Leute reinkriegen. Aha, hier stehen die ersten Förderstrecken. Warum? Weil die Kartoffel voll ist. Schnell liefern. Kann ich die Kartoffel auch in den Überlauf schmeißen? Kann ich mit euch auch Kartoffel verarbeiten? Kann ich? Dann setze ich euch auch Kartoffeln mal auf den Speiseplan. Zum Glück laufen ja Kartoffeln und alles andere auf demselben Band. Dann gibt es hier einfach... Wie mache ich denn das jetzt am Schluss? Am Schluss baue ich da vorne so eine Kombi ein, ne? Bedeutet, wenn Überfluss ist, dann soll er es seitlich wegbringen. Weil es füllt sich auch wieder schnell auf. Ich glaube, das werde ich jetzt hier in der Art... Das wird jetzt eine sehr interessante Art zu bauen. Wir nehmen dich mal kurz hier raus. Dann bauen wir hier... Nein, wir brauchen ein rundes Förderband. Und dann machen wir hier so ein... Überwacher rein. Der dann hier wieder reinführt. Und du filterst nur Kartoffeln raus. Du kriegst die Priorität hier drauf. Aber wenn es nicht funktioniert, wirst du einfach hier reingefördert. So, jetzt muss das alles noch fertiggestellt werden. Und dann... Sollte der Teil aber auch wieder gleich funktionieren.
Gut. Es ist jetzt wie eine Filteranlage gerade rein theoretisch. Ich könnte dich rein theoretisch wahrscheinlich sogar ganz um einiges besser bauen. Weil sie jetzt zum Beispiel auch, dass jetzt unser Gemüse schon voll ist. Was ja der pure Wahnsinn ist, dass wir so viele Ressourcen auf Lager haben. Aber wir haben ja auch, wie es ausschaut, Treibstoff auf Lager, wie blöd mittlerweile. Wir erhöhen den Tank jetzt auch mal, weil der wird jetzt hier sicherlich gleich nochmal ein bisschen Verstärkung kriegen zwischendurch. Interessante Machart jetzt gerade auf jeden Fall. Oh, Eisen hat... Wow, was? Ernsthaft? Wir haben mal bei Eisen keine Abbaufläche mehr. Ist jetzt ja gerade schon erstaunlich, dass wir mal keine Abbaufläche beim Eisen haben. Lecker mio. Wir tun die Abbauflächen mal erneuern. Ist nicht wieder alles drin? Super. Superb, superb, superb. So. Seid ihr jetzt durch oder was ist mit euch los? Oder wartet ihr gerade noch auf die LKWs? Er sagt, ihr habt kein Gebiet mehr. Bereich auswählen. Aufzug und Förderstrecke ist fertig. So. Wir müssen das hier noch ein bisschen fertig machen. Aufzug und Förderstrecke, das will ich jetzt mal anschauen. Das hört sich cool an. Flacher Aufzug, Shit-Gut-Aufzug. Das gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten. Die Frage ist, wie kann ich jetzt zum Beispiel die Höhe machen? EQ. Oder geht jetzt nur eins hoch? Ah, da schaut es irgendwie höher aus. Da muss ich doch irgendwie wahrscheinlich... die Höhe bestimmen lassen, oder? Ermöglichen das von festem in der vertikalen Richtung. Ah. Oh, holy shit, okay. Nur mal so aus Interesse. Ich kopiere dich jetzt. Ah, ne, warte mal, das muss ich andersrum machen. Dann kann ich die umdrehen. Ich kann die umdrehen, cool. Okay, so hoch kann ich nicht, ne? Keine gültige Stützposition. Kann man... Also nur so aus dem... Schade. Das ist dann, okay, klar, du kannst dann wiederum über bestimmte Kanten einfach drüber transportieren, ne? Das funktioniert dann. Ja, dann muss ich noch wie herausfinden, wie ich das am besten nutzen kann. Das Holzlager ist auch schon fast voll. Oh, holy shit, was ist das? Was war denn das gerade für eine Farbe, die da rauskommen ist? Holy shit. Kann es sein, dass sie den Dampf überarbeitet haben? Der schaut ja mal um einiges cooler aus, habe ich das Gefühl. Grafisch schaut es gerade sehr, sehr spannend aus. Ist gerade blöd, weil ich muss mit dem einen Finger jetzt viel mehr machen, weil ich mit dem anderen einfach nicht zudrücken kann, weil genau da ich mich aufgeschnitten habe. Grandiose Sache, Herr Willard. Grandios. Wie schaust du aus? Oh, er macht sich leer. Aufzüge, individuelle Bodenflächen. Mhm. Das will ich mir jetzt anschauen. Das ist der Button hier.
Ich konnte unter so eine Anlage Pflastersteine zum Beispiel legen. Aha. Cool. Ist zwar jetzt wiederum nur so ein bisschen, wo ich sagen würde, das hat halt nur ein bisschen Vorteil für bestimmte Ansichtssachen, wie man es aussehen haben will. Aber was natürlich sehr cool daran ist, du kannst halt Straßen schneller bauen. Nimmst ja so Kopfsteine oder sowas. Die Frage ist, müssen die das bauen oder nicht? Ja, wenn ich mal sage, das war ja immer meine Straße, die ich designt hatte, ne? Ich nehme jetzt einfach Kopfsteinpflaster. Wird das jetzt gemacht? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was das kostet, ne? Das kostet Betonplatten. Du kostest auch Betonplatten. Bedeutet, wenn ich dich jetzt hier in Auftrag gebe. Ah, sie machen es eh schon. Ah, schau an. Okay. Aha. Das hat natürlich was, ne? Muss man schon sagen, das hat was. Im gewissen Aspekt kann ich mir das gut vorstellen, Sachen zu verwenden. Ich finde das schon cool. Von dem kannst du bestimmt einfach auch ein gutes Layout von deinen Straßen machen und allem. Was wir dann auch mal probieren müssen, dafür brauche ich aber einen Bagger. Rohr vergraben. Ja oder nein? Geht das oder geht das nicht? Weil hier laufen wir aktuell nur zum Beispiel Rohre drüber. Außer das Gummi, aber das Gummi kann ich sicher versetzen, weil wo geht denn das Gummi hin? Das geht da vorne rein. Das tue ich dann halt mir hier da drüben irgendwo hinsetzen noch. Sollte kein Problem sein. Vor allem mit den Aufzügen jetzt ist glaube ich, noch mal einiges einfacher. Dann können wir die Straße hier offiziell verwenden. Auch besser. Das hat schon was. Ist ja natürlich eine coole Sache, wenn die Absperrungen das ist noch so eine Sache, die fehlt mir so ein bisschen. Nee, das geht nicht. Kopieren. Sind die jetzt in Bau oder nicht? Noch so Sachen, die ich mich gerade frage, weil es schaut so aus, als ob es... Na, ich bin noch im Planungsmodus, okay. Wollte mich gerade schon beschweren, ich sag's euch. Aber ja, es hat schon was. Also wie gesagt, es ist ästhetisch halt gedacht. Nicht funktional, aber mei. Ist halt so. Stefan, liegst du da noch rum? Ich muss die Wände abreißen, damit ich die Straße hier über den Bauen anpassen kann. Damit kannst du halt auch markieren, zum Beispiel, wo ist was für eine Straße, wenn man sagt zum Beispiel, was haben wir denn hier alles zur Auswahl? Man nimmt alles, zum Beispiel helle, was jeder befahren kann. Die Steine zum Beispiel nur für Anlagen oder für Straßen, für kleinere Fahrzeuge. Man nimmt Pflastersteine oder die Metallböden für jede Anlage, wo kein Fahrzeug Zugriff hat einfach. Dann könntest du natürlich damit so dir ein bisschen wahrscheinlich auch von weiter weg signalisieren, hey, das ist für das ist für jenes, das ist für dort. Wir können ja mal probieren, wenn ich einfach sage, ich nehme jetzt hier und mache jetzt hier mal eine 6 breite Straße. Oder machen wir sie noch ein bisschen breiter, einfach weil wir es können. Dann wird das natürlich ausgebaut, weil hier können sie hinfahren. Da
Dann sagen wir Metallböden für alles, was... ...so nicht befahrbar sein soll am Ende. Jetzt kann ich natürlich hier nochmal hingehen und sagen... Nope. Und dann gehe ich hier wieder hin. Bin ich aus dem Planungsmodus wieder draußen? Ja, bin ich. Zack, dann kommen hier wieder Metallflächen hin. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt hier wieder... So. Dann bauen wir jetzt hier daraus auch eine Straße. Das ist jetzt zum Beispiel unsere einfache Highway-Patrols-Straße, die hier oben sich befindet. Ja, die bauen das jetzt alles schön auf. Da platzieren sie das Metall. Du kriegst halt einfach einen anderen Look hin, auf jeden Fall. Kann ich das auch auf Schrägen? Ich glaube, das ist ja hier eine Schräge. Ja, wir probieren jetzt gerade wieder viel... Oh, Scheiße, da siehst du, das ist ja schon alles übergekippt. Aha, das geht auch. Cool. Ich tue jetzt hier gleich mal einfach einen Kopierbefehl machen. Dann hier auch nochmal kopieren. Die lassen sich halt wiederum nicht auf Schrägen platzieren, wenn ich das richtig sehe, ne? Da bräuchte man noch so Backaufteile oder sowas, weil hier kann ich sie nicht platzieren. Das sind halt wieder die ganzen Sachen, ne? Ah, du kannst halt hier mit gut echt Straßen markieren rein theoretisch. Das macht natürlich stylisch auch was aus. So, hier nochmal den Metallboden so ziehen, wie wir es gesagt haben. Bis hier vor. Und dann nehme ich einfach das hier, kopiere mir das einfach mal komplett. Steck das hier dran. Kopiere mir dann noch drei. Steck die hier dran. Und dann... Machen wir das jetzt hier wie folgt. Wir nehmen hier so ein Endstück. Und kopieren alles, was hier dazwischen ist. Die Tankstelle steht mir schon im Weg. Das gefällt mir schon zum Beispiel nicht. Und dann kann ich jetzt sagen, ich gehe wieder auf die Böden, gehe auf die Steinflächen und markiere das als erstes für die Straße und tue alles unter den Teilen als erstes als Metallfläche markieren. Du kannst halt echt damit gut so ein bisschen hervorheben, wie was oder wo was hingehört. Finde ich, das hat schon einen ganz guten Stil. Kann ich das auch rein theoretisch beschleunigen, wenn ich sage hier? Nee. Also das geht nicht, oder was ist das? Verbessern. Ah nee, scheiße, das ist eine Verbesserung. Oh, okay. Cool. So, wo stockt's jetzt? Beim Eisen, okay.
Ja, aktuell ist die natürlich noch nicht in Topform, aber schau dir das an. Also es macht schon was aus. Du kannst damit halt wirklich auch deine Gebiete designen. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, die Tankstelle, die passt mir da nicht. Die setzen wir nach hier drüben. Die bauen wir irgendwie so ein, dass die nach da hinten in die Ecke reinfahren können zum Tankauffüller erfüllen. Und dann mache ich das hier zu. Und dann mache ich hier eine Wand hin. Dann kann man das bis runtergraben. Aber wie weit geht denn die Mine? Ja, bis davor. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war schon wieder viel zu lange für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.